zur später Stunde melde ich mich nochmal. Ich habe ja gesagt, wenn meine Sakura Crystal Box ankommt, packen wir die zusammen aus. Jetzt ist sie angekommen. Es ist mittlerweile schon 19 Uhr. Hermes kommt bei uns teilweise immer ein bisschen später. Lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir an, sie zu öffnen. Ich bin gespannt. Es ist meine erste Sakura Box. Mal gucken, mal gucken. So, dann haben wir hier einmal das Infoblatt. Und hier könnt ihr sehen, was diesmal alles drin ist. Das nächste Thema für Februar ist Sweets. Die Box ist offiziell schon bestellbar und geliefert wird sie, beziehungsweise versandt wird sie zwischen dem 11.2. und dem 13.2. So, dann gucken wir jetzt mal rein. Richtig schön verpackt mit dem, was ist das, Tüll. So, ich packe den Zettel mal beiseite, damit wir immer gucken können, was was ist. So, wir gehen mal von oben nach unten durch. Einmal 25 Gramm UV-Resin, das ist das hier. Wunderbar. Was haben wir dann noch drin? Nachtleuchtende Pigmentbox. Oh, da freue ich mich ja ganz besonders drauf. Wer meine Hauls gesehen hat, in einen habe ich ja bei Amazon bestellt, einen bunten Mix, und angekommen ist erst gar nichts und die Ersatzlieferung war dann nur grün. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass da eine Box drin ist mit UV. Na. Pigment wollte ich gerade sagen, mit Nachtleuchtpigment meinte ich natürlich und in vielen verschiedenen Farben. Ist auch ordentlich was drin. Man braucht ja immer nur ganz wenig. Super. So, das nächste Sticker, Crystal Sticker. Das sind, denke ich mal, diese schönen Teile hier. Richtig klasse. Sehr schön. Gut, jetzt kleben wir hier unten fest. So. Dann haben wir die Crystal-Lünetten. Die sind hier auch wieder wunderschön verpackt. Ich hole die mal raus, dann können wir uns die gemeinsam angucken. So. Einmal diese. Und einmal eine wunderschöne große. Da bin ich ja schon richtig gespannt, was ich daraus zaubern werde. Und dann einmal noch eine mittlere. Alle in Gold. Eine kleine. Und dann noch eine ganz kleine. Wunderschöne Teile. Gefallen mir richtig gut. Ist ja genau meins. So, was haben wir denn noch hier drin? Das ist ein buntes Diamantenrad. Das habe ich total unterschlagen. Das ist das hier. Richtig schöne, leuchtende, kräftige Farben auch. Richtig klasse und so viel. Das finde ich richtig super. Nur wenn man jetzt eine Box hat und das Rad hat, verbrät man ja nicht gleich alles und da bleibt eine Menge übrig. Und für den Preis muss ich sagen, ganz ehrlich, was hat die Box gekostet? 20,50 € plus 4 noch irgendwas Versand. Das ist vollkommen in Ordnung. So, was haben wir noch? Sticker, das bunte Diamantenrad, Kristalllünetten, rechteckige Lünetten. Wo sind die denn? Da sind die auch wieder richtig schön verpackt. Und da sind dann sogar noch zwei Handybänder dran. In Rosé, so ein ganz leichtes, und Gelb. Und hier könnte man dann, wenn man möchte, passt das? Würde das passen? Ja, man könnte die Sticker eingießen, wenn man möchte. Nicht alle, ein paar sind zu groß. Aber
kann das ja mal aufmachen und dann schauen wir einfach mal, welche da passen. Jetzt will das nicht. So. Huch. So, holen wir die mal raus. So, jetzt seht ihr, diese wird jetzt zum Beispiel passen. Das heißt, die ganze untere Reihe könnte man schon mal benutzen. Richtig schön. Diese nicht, das ist aber auch nicht tragisch. Die viereckigen würden auch wieder passen. Diese auch. Also wie ihr seht, es passen richtig viele rein. Die gerade so, wenn man unten und oben ein bisschen abschneiden würde oder man legt sie sich schief, dann passt sie auch rein. Und bei der oberen genau das gleiche, da müsste man oben und unten ein bisschen abschneiden oder man legt sie sich schief und dann passt es auch wieder rein. Also, ach, da ist noch ein anderes. Gucken wir da auch nochmal. Ja, das passt auch. Müsste man auch wieder nur oben ein bisschen abschneiden oder schief. Also wie man sieht oder wie ihr seht, alle würden reinpassen. Machen wir immer so. Bis auf die. Und das finde ich jetzt nicht wirklich schlimm. Ich meine, man hat vier Limetten und massig von diesen Stickern. Also finde ich richtig klasse, dass man die damit benutzen kann. So, was haben wir denn noch? Asymmetrische Crystal Molds. Wo sind die denn? Sind es die? Nein. Es müssten dann die sein. Und die wollte ich mir eine ganze Zeit immer schon bestellen. Hab's aber warum auch immer nicht gemacht. Wahrscheinlich, weil ich nicht wusste, wie groß die sind. Und die gefallen mir auch richtig gut. Die sind richtig schön. Hier sind längliche. Und hier zwei kleinere in einer Form. Richtig klasse. Und dann haben wir noch die symmetrischen Molds. Das sind diese hier. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das sind so eine lange Röhrchen. Richtig klasse. Wobei bei denen das Auspoppen sehr schwierig sein soll. Also ich habe solche noch nicht. Habe aber gehört und gelesen, dass man, sofern die Teile ausgehärtet sind, wohl ein bisschen Babyöl oder Spüli reinmachen soll, in den Händen einmal so rollen und dann soll man die ein bisschen leichter rauskriegen. Wenn ich die Teile gieße, werde ich das mal ausprobieren. Mal gucken, was besser läuft. So, was haben wir denn noch hier drin? Deko Mix Gold. Das ist denn, denke ich mal, das hier. Das ist richtig schön. Einmal hier solche Herzen. Dann Sterne. Die Herzen dann nochmal in kleiner. Und da sehe ich gerade, hier ist ein Kreis mit reingerutscht und ein Dreieck. Ist auch nicht schlecht. So, dann haben wir hier nochmal, ups, man sollte auch in die Kamera rein. Dann haben wir hier nochmal Herzen, noch ein Ticken kleiner. Sterne und nochmal ganz, 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 ganz kleine Mini-Sterne. Und auch wieder eine Masse. Also die verbrät man auch nicht alle, das heißt, da bleibt auch eine ganze Menge übrig wieder. Also richtig klasse. So, was steht hier noch? Sticker klein. Das sind denn diese hier. Auch richtig schön. Gefällt mir. Und Gießzubehör. Das ist denn das. Einmal hier so ein kleines Schnapsbecherchen. Dann hier so ein kleiner Becher, wo eine kleine Kerbe vorne drin ist, dass man es besser gießen kann. Richtig klasse. Ein kleiner Löffel. Diese habe ich auch schon. Die sind wunderbar, wenn man Einstreu irgendwo rausnehmen möchte aus einer Dose oder hier wie bei diesem Pigment, bei diesem Leuchtpigment. Richtig klasse. Und ein Rührstab. Das ist richtig super. So, und dann sagte
Das Sakura-Team, ja, da es Lieferschwierigkeiten gab, ist ein extra drin. Ein Goodie ist ja sowieso drin. Ich denke mal, das ist das, weil das steht nicht mehr drauf auf der Liste. Und einmal das. Also denke ich mal, eins ist ein Goodie und eins ist die Entschuldigung. Welches welches ist, das ist ja egal. Aber ich finde es richtig klasse. Das hier sind zwei Schälchen. Da kann man dann sein Einstreu oder seine Perlen oder was man auch immer gerade hat, reinkippen. Und dann kann man das schön rausfremeln, anstatt hier das immer so komisch rauszupopeln. Oder eben bei diesen größeren Sachen. Und wenn man Döschen hat oder so, kann man sich immer ein paar reinkippen. So, und hier haben wir dann nochmal Einstreu. Das sind hier einmal so, ja, kleine Rauten sind das. In so pink irisierend. Ich weiß nicht, sieht man das? Hier sieht man das ein bisschen, eine kleine Rauten. Mikroperlen. Rosa-weiß irisierende Sterne. Das gleiche dann nochmal in Herzen. Das gleiche dann nochmal in ganz, ganz, ganz kleinen Pünktchen. Und dann nochmal in Kreise. Mit Loch. Ringe, genau. Ringe. Richtig klasse. Da freue ich mich. Ich bin happy. Ja, das ist die Sakura-Box. Meine erste. Ich bin zufrieden. Die nächste ist schon bestellt. Die packen wir dann auch wieder zusammen aus. Wie gesagt, das Thema, das nächste ist Sweets. Jetzt schon bestellbar. Wobei, als ich vorhin geschaut habe, ich glaube, die ist schon wieder ausverkauft. Aber das Sakura-Team kriegt da bestimmt auch nochmal welche, die man dann nochmal nachbestellen kann. Und versandt wird sie denn zwischen den 11. und 13.02. So, das war's dann auch schon von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich fürs Reinschauen und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi!